Kapuki Kids! Hallo! Marsha Karl, kommt, ich zeig euch, was hier am interessantesten ist. Hm? Ich kann nicht schnell laufen. Kann ich mir ein Auto aussuchen? Das ist ja eine ganze Garage. Selbst ein Motorrad mit Motorrad gespannt ist hier. Ich rate dir den LKW. Hoho, was für große Räder. Hoppla, bequem. Kommt her, das ist ein Spielzeugautomat. Juhu! Also, was haben wir hier? Cool. Davon habe ich geträumt. Wir haben so viel gefangen. Das sind Formen. Kann ich diese Formen haben? Ich bereite euch eine Überraschung vor. Wartet auf mich! Wir warten zu Hause auf dich. Mach's gut! Karl, Zeit nach Hause zu gehen! Ich komme! Klopf, klopf! Leo, Lea, ist Schoki zu Hause? Schaut mal, was ich habe! Sterne? Und wir haben Äpfel. Und Holzstäbchen. Wir müssen nur noch geschmolzene Schokolade finden und dann machen wir Süßigkeiten. Ich höre. Wuff. Das werden Äpfel am Spieß sein. In bunter Schokolade. Ja, Schoki hat schon alles verstanden. Lass uns gemeinsam kochen. Und ich schneide so lange die Äpfel. Funke, Funke, kleiner Stern. La, 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 la. Leo, wir schlafen gleich alle ein. Und wir müssen leckere Äpfel zubereiten. Und ich kippe noch Streusel drüber.
Wuff, wollt ihr noch rosa Äpfel? Natürlich wollen wir. Bianca wird sicher zuerst die rosa Äpfel probieren wollen. Wunderschön. Richtig schön. Das ist Milchschokolade, die beste Schokolade, meine Lieblingsschokolade. Wuff, sieht aus wie ich. Dieser Apfel wird mit Blättern sein. Bunte Blätter für einen Schokoapfel. Die Blätter fallen. Wow. Wow. Ratet mal, wie wir die Sterne in den Äpfel gemacht haben. Ihr habt sie erstmal ausgeschnitten und dann mit Glasur übergossen und Streusel gemacht. Wir haben die Sterne mit den Formen gemacht, die wir aus dem Spielautomaten hatten. Wollt ihr unsere gesunden Süßigkeiten probieren, ha? Huh? Ja! Gut, dass wir schon zu Mittag gegessen haben. Ist richtig lecker. Karl, als hättest du eine Brille. Schau mal. Wuff, du kannst auch solche Äpfel zubereiten. Wuff. Und was werden wir beim nächsten Mal kochen? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Wir sehen uns in unseren nächsten Videos. Tschüss! Kapuki Kids! Wuff! Das ist weiße Schokolade. Hallo! Schoki! Mascha, ich muss weiße Schokolade schmelzen. Oh, Lastwagen. Oh, das ist ein Superherd. Der Topf kommt auf den Herd. Und die Schokolade kommt da rein. Smoothie. Jetzt bist du auch ein Chefkoch. Und ich lege Erdbeeren in meine Schokolade. Kannst du mir noch Kirschen bringen? Kann ich. Schoki, was machst du da? Schokolade mit Beeren. Hilfst du mir? Klar, hier ist eine Form. Nimm die Schokolade vom Herd. Wuff, kipp sie auf den Teller und gib die Beeren hinzu. Tutut, ich bring die Kirschen. Karl hat uns Kirschen mitgebracht. Damit können wir noch mehr Schokolade machen. Hey!
Und ich rufe so lange Gäste. Lucky, Nikolas, hallo. Hallo. Lass uns Schokolade mit Beeren essen. Oh, Schokolade mit Beeren. Hey, 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 hey. Schaut mal, wie hübsch. Wollen wir die Tafel teilen? Ja. Meinen Spielsachen schmeckt es. Ich will auch Schokolade. Ich will auch Schokolade. Aber auf jeden Fall echte. Wollen wir welche zubereiten? Ja! Ich helfe euch! Erstmal muss man die Schokolade im Wasserbad schmelzen lassen. So. Und hier kommen die Beeren rein. Wir brauchen echte Beeren. Karl, Bianca! Karl sammelt weiße Johannisbeeren. Und das sind rote Johannisbeeren. Karl, Bianca, ich komme! Puff. Wir müssen die Beeren in die Formen legen. Ist gut. Bianca, leg noch Beeren in die Herzen und du, Karl, in die Sterne. Oh, hier noch rein. So, da kippen wir jetzt die Schokolade rein. Die ist bereits flüssig. Ein Schokoherz mit Johannisbeere. Schmeckt's? Ja. Schaut mal. Alles hat geklappt. Die Herzen. Und die Muscheln. Und die Sterne. Karl, was willst du probieren? Das hier. Oh, schau. Da sind Beeren drin. Oh. In der Muschel sind Himbeeren drin. Und ich will einen Stern. Ich frag mich, was da drin ist. Weiße Johannisbeere. Unsere Schoki ist der geborene Konditor. Ich bin mir sicher, dass du das auch sein kannst. Wir sehen uns beim nächsten Mal in unserer Show. Auf jeden Fall. Tschüss! Tschüss! Kapuki Kids! Und hopp! Hoppla, hoppla, wo sind die Tannenzapfen? Ich brauch sie. Lucky, was machst du? Du bist doch ein Stofftier, du kannst nass werden. Siehst du, da ist ein Tannenbaum. Ich suche nach Tannenzapfen. Hilfe! Die helfen, die helfen! Ich sehe keine Tannenzapfen. Grab tiefer, mach ich. Oh nein, mein Tannenbaum wird an Weihnachten ohne Tannenzapfen bleiben. Mein Kleiner, du bist ja ganz kalt. Karl, bring ihn nach Hause. Ich mach ihm Tannenzapfen. Also, komm mit. Wir haben so viel Spaß beim Kochen.
Heute sind wir zwei Köche. Wuff, wir werden alle unsere Freunde füttern. Wir müssen uns die Hände waschen. Oh, hallo Mascha. Hallo Schoki. Was kochst du denn da? Riecht nach Vanille. Wuff, das werden Kekse sein. Sandkekse. Können unsere Kekse wie Tannenzapfen aussehen? Wir würden sie an den Weihnachtsbaum hängen. Was? Natürlich. Warte. Wartet. Wuff, habt ihr die Schokolade noch nicht auch gegessen? Wir müssen den Teig braun färben. Wieso? Darum. Was? Die Tannenzapfen müssen braun sein und nicht weiß. Farbe aus Schokolade. Wuff. Schoki schmilzt die Schokolade in einem Wasserbad. Die geschmolzene Schokolade kippen wir zum Teig. Wuff. Verlier keine Zeit, LKW. Ausladen. Und bring mir das Mehl. Und keine Zeit verlieren. Hier ist Schoki mit dem LKW. Was? Das ist die geschmolzene Schokolade. Umrühren. Der Teig wird braun wie echte Tannenzapfen. Wow! Wir brauchen Mehl. Und jetzt knete ich den Teig mit den Händen. Hilf mir! Ein Schokoball. Der Tannenbaum von Lucky wird nach Schokolade riechen. Das kommt in den Kühlschrank für 30 Minuten. So. Lucky, ist dir warm? Karl, mach ihm einen Tee mit Zitrone. Gib ihn schnell her. Oh, gut. Wollt ihr schauen, wie mein Tannenbaum ohne Zapfen scheint? Klar. Hopp, hopp. Hoppla. Wow! Nur fehlen die Tannenzapfen! Keine Sorge, wir machen gleich alles. Wird das Glück mit Tannenzapfen sein? Ja! Was? Jetzt ist es Zeit. Gleich haben wir Tannenzapfen. Hurra! Hilf uns! Jetzt schneiden wir vorsichtig hier ein. Wuff, und ich mache Löcher. Wah, für bunte Bänder. Ich stell sie in den Ofen.
Der ist heiß. Lasst uns die Bänder schneiden. Natürlich, denn die Tannenzapfen müssen wir aufhängen. Ich hab die Kiste gebracht. Schaut, was für schöne Tannenzapfen! Und das sieht aus wie Schnee. Wow. Warte, erst die Bänder! Lucky wird das sicher mögen. Auf jeden Fall. Was? Und jetzt der Schnee. Was? Zeit, unsere Süßigkeiten zu transportieren. Leo, Lea, könnt ihr das sicher schaffen? Ja, auf jeden Fall. Und ich helfe Schoki, hier alles aufzuräumen. Was? Und ich bringe die Tannenzapfen zu unserem Weihnachtsbaum. Schaut, wie cool! Lucky, hier sind deine Tannenzapfen. Oh, lass uns den Baum schmücken! Kleiner, willst du sie probieren? Ja, richtig lecker. Jetzt habe ich den leckersten Tannenbaum. Das sind die leckersten Tannenzapfen. Ihr könnt auch solche zubereiten. Und jetzt schmücken wir weiter den Weihnachtsbaum. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Cookies Kids! Komm, Flamingo, komm, komm her! Na, komm! Oh, ich hab auch Hunger! Wer weint denn da? Hast du Hunger? Ja. Lecker?
schmeckt. Ich bin immer noch hungrig. Oh no. Ich habe eine Idee. Njam, njam, njam. Oh. Ah. Njam, njam, njam. Nein! Nein! Warum? Feuer ist gefährlich! Ha, ich bin erwachsen! Willst du auch? Das schmeckt lecker. Schmeckt so lecker. Du bekommst eine Ananas.